Welchen Skill solltet ihr auf eurem Bogen haben, um den höchstmöglichen Damage mit eurem Ranger zu machen? Und man glaubt es gar nicht, aber Ranger ist komplizierter, als man denkt. Es gibt nämlich eine Menge Facetten mittlerweile, die man hier beachten muss. Und ich probiere das Ganze jetzt mal so einfach und verständlich wie möglich zu erläutern. Was ich herausgefunden habe, und jetzt schauen wir uns jeden Skill einzeln mal an, der in Frage kommt. Piercing Arrow ist der erste Skill, der meiner persönlichen Meinung nach nicht in Frage kommen sollte. Ich denke zwar objektiv kann man das auch sagen, aber das ist jetzt tatsächlich doch eher meine Meinung. Piercing Arrow trifft nicht alle Monster, sondern nur alle Monster, die in einer Reihe hintereinander stehen, wenn man das vorderste Monster angreift. Das Problem, was sich dabei ergibt, ist schlicht und einfach, dass es so ist, dass manche Monster eben nicht getroffen werden oder es sehr oft so sein wird, dass nicht jedes Monster getroffen wird. Und wenn nicht jedes Monster getroffen wird, wenn man Hit and Run oder Face Tank AoEt, vollkommen egal, ist das ganz schön ätzend für einen AoEler, weil dann nicht alle Monster zeitgleich sterben, es bleiben Monster übrig und das ist einfach frustrierend und nicht zufriedenstellend. Deswegen fällt hier Piercing Arrow meiner Meinung nach raus. Wenn man persönlich ein Piercing Arrow Liebhaber ist, dann kann man sich damit nochmal genauer beschäftigen. Ich persönlich empfehle es eher nicht, weil es einfach umständlich und zeitfressend ist, sich diesen Skill immer so parat zu legen, dass er in Anführungszeichen richtig funktioniert. Ice Arrow hittet einfach einmal alle Gegner, die in Reichweite sind. Das sind in der Regel alle Monster, die ihr gepult habt, egal ob Face Tank oder Hit and Run, da die Reichweite von dem Skill eigentlich groß genug ist, um die meisten Monster, die in einem Pull stecken, quasi zu treffen. Der Skill macht einmal Schaden, hat einen hohen Basisschaden, eine gute Deckskalierung und eine 4-sekündige Abklingzeit. Der Grundschaden habe ich ihn getestet mit einem neutralen Bogen. Vorhin war hier übrigens noch kein Element drauf, da komme ich gleich noch zu. Habe ich alles vorher getestet. 7200 war mein Basisschaden und fiktiv plus 25% Ice Arrow wären das 9000 Schaden, also ein Anstieg von 1800 durch den Skill Damage bei Ice Arrow. So einfach bleibt es aber leider nicht. Als nächstes kommen wir zu Arrow Rain. Arrow Rain ist ein Skill, der Damage over Time macht, das heißt, der Skill macht mehrfach Schaden und das bedeutet wiederum, wir greifen ein Monster an und haben hier einfach nur Damage over Time. Es startet direkt mit Damage over Time, es kommt nichts anderes, es kommt einfach 10 mal Damage over Time, also diese 1936, 37, 38 mal 10 sind genau diese 19.300, was auch immer, und das ist der Skill, so funktioniert er. Wenn wir jetzt Skill Damage auf der Waffe haben, zum Beispiel 11%, dann erhöht sich unser Damage einfach um diese 11%. Das heißt, jeder einzelne Damage over Time Tick macht 11% mehr Schaden und unser Gesamtschaden steigt um 11%. Eigentlich auch relativ simpel. Wir haben hier einen Basisschaden von eben 19.000, gut 34 waren das bei mir, jetzt gerade waren es gleich 37, aber ist ja egal, diese 19.300 irgendwas. Und mit 25% sind das 24.100 irgendwas. Das heißt, ein Schadensanstieg von nicht ganz, aber fast 5000, 4800. Was schon ganz schön ordentlich ist, weil gerade eben Ice Arrow, haben wir ja gesagt, ist gerade mal 1800. Als nächstes kommen wir zu Flame Arrow, dem mit Abstand kompliziertesten Skill von Ranger, weil er noch eine weitere Ebene hat. Das heißt, eine Kombination aus Ice Arrow und Arrow Rain und hat zusätzlich dazu noch eine weitere Ebene. Ganz davon abgesehen, dass mit Boom Burst später auch nochmal eine neue Ebene hinzugefügt wird. Also ganz schön facettenreich mittlerweile der Ranger. Mit vielen verschiedenen Skills. Also, grundsätzlich ist es so, Flame Arrow hat das Element Feuer. Das bedeutet, wenn man Feuer auf dem Bogen hat, erhöht sich der Schaden von Flame Arrow. Interessanterweise ist es aber allerdings so, dass es reicht, wenn man Feuer plus 1 auf der Waffe hat. Weil Feuer plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, was auch immer, erhöht den Schaden nicht weiter. Einmal Feuer auf der Waffe erhöht sowohl den Damage over Time, als auch den Initial Damage von Flame Arrow. Jedes weitere Element ändert nichts. Das bedeutet, wenn ihr Flame Arrow jemals mit einem anderen Skill vergleichen möchtet, müsst ihr zwingend mindestens Feuer plus 1 auf die Waffe machen, weil sonst habt ihr nicht den Grundschaden von Flame Arrow. Weil der Grundschaden von Flame Arrow ist eben nicht das, was hier steht, das, was mit meiner cleanen Waffe anrichtet, sondern erst, wenn man Feuer plus 1 drauf hat. Weil Feuer plus 1 kostet quasi nichts, das kann sich jeder leisten, das kann sich jeder holen. Es ist universell, also selbst wenn ihr gegen Wassermonster kämpft, macht Feuer plus 1 immer noch mehr Schaden, wenn ihr Flame Arrow benutzt. Grundsätzlich ist Flame Arrow dann schlechter, weil Element negativ sozusagen. Aber Feuer plus 1 erhöht einfach euren Flame Arrow Damage und das ist immer so. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass ihr den Skill erst testen könnt, wenn ihr eben Feuer plus 1 auf der Waffe habt.
Unser Base Damage von Flame Arrow sind knapp 7500 Initial Damage und 2800, ich kann es nochmal zeigen, das geht immer so schnell vorbei, 2860, auch wieder gerundet, Damage over Time. Flame Arrow hittet 6x Damage over Time und hat eben den Initial Damage, ähnlich wie Ice Arrow, plus Arrow Rain, den Damage over Time quasi kombiniert, das ist so eine Hybridform der beiden Skills und hat hier, das war der Grundschaden, mit Flame Arrow plus 25%. Gesamtschaden von 26.520 und was ich jetzt gerade noch vorwegnehmen wollte eigentlich war natürlich, wir hatten jetzt hier gerade den Bogen ausgerüstet mit Feuer plus 2 und da hatten wir diese 7.500 Initial Damage, die man jetzt wieder mal wunderbar nicht gesehen hat, weil die Damage-Zahlen direkt übereinander sind. Jetzt nochmal, genau diese 7.500 und die 2.860. Wenn ich jetzt zusätzlich, wie gesagt, Feuer plus 1 ist das gleiche wie Feuer plus 2, Flame Arrow Damage ausrüste, sieht man, der Flame Arrow Damage von dem Initial Hit steigt durch den Skill Damage, aber nicht der Damage over Time. Und mit 25% Flame Arrow Damage haben wir quasi einen Gesamtschaden von 26.520, wobei der nicht so relevant ist, weil uns eigentlich nur der Initial Damage interessiert, weil nur der wird durch den Skill Damage wiederum verändert. Der steigt von 7.500 auf 9.360 roundabout. Das heißt, er steigt insgesamt um etwas mehr als 1.800, also so 1.850 bis 60, sowas in dem Dreh. Das bedeutet, die Skills jetzt mal rein vom Schaden her angesehen. Das ist jetzt mal Punkt 1. Ice Arrow steigt um 1.800. Flame Arrow, nur mit Feuer plus 1, hat einen höheren Anstieg als Ice Arrow mit 25% Skill Damage, nämlich 1.850 bis 60, 1.850. Und Arrow Rain steigt am stärksten, nämlich um diese vorher genannten 4.800. Das ist jetzt so gesehen, ich setze den Skill einmal ein, treffe mit dem Damage Over Time von Flame Arrow und Arrow Rain alle Dots, also ich bleibe quasi stehen, das Monster bleibt stehen und es trifft den, kriegt den kompletten Dot ab. Dann hat Arrow Rain den höchsten Anstieg vom Skillschaden her. Arrow Rain steigt um 4800, Ice Arrow um 1800 und Flame Arrow um 1850. So endet das Ganze aber noch nicht, weil erstens gibt es ja zwei verschiedene Spielstile, Face Tank und Hit and Run für AOE Ranger und zweitens gibt es dann später noch den Skill Boom Burst. Und jetzt beginnt es richtig kompliziert zu werden. Denn grundsätzlich ist es so, dass Arrow Rain immer den höchsten Schadenanstieg durch Skill Damage hat, wenn alle Skills maximal hitten. Soweit waren wir schon. Es gibt noch mehrere Ebenen jetzt quasi. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der ersten Ebene noch an, Cooldown. Arrow Rain hat allerdings den höchsten Cooldown, 8 Sekunden. Flame Arrow zum Beispiel hat nur 4 Sekunden Cooldown und Flame Arrow hat den zweithöchsten Anstieg. Das bedeutet, in der Zeit, wo ich einmal Arrow Rain einsetze, kann ich nicht ganz zweimal, weil die Animationszeit muss man natürlich auch noch dazu zählen, die ist nicht irrelevant, also es ist nicht ganz zweimal so oft, aber mehr als eineinhalbmal so oft Flame Arrow einsetzen in der gleichen Zeit, wo ich quasi einmal Arrow Rain einsetze, beziehungsweise wo Arrow Rain einmal durchläuft sozusagen. Also ich könnte quasi auch Ice Arrow, Flame Arrow, Ice Arrow und dann nochmal Flame Arrow machen und in der ganzen Zeit wäre quasi einmal Arrow Rain so theoretisch, rein von den Cooldowns her. Könnte man argumentieren, dass dann Flame Arrow, wenn man es mit anderen AOE-Skills kombiniert, vielleicht mehr Schaden macht als Arrow Rain, man Arrow Rain dann sozusagen links liegen lässt. Das könnte man machen im Low-Level oder das kann man machen im Low-Level, aber wie gesagt, so ein richtiger Vergleich ist da kaum möglich und wenn man das mal runterbricht, dann wird man auf das Ergebnis kommen, gut, dann selbst wenn du jetzt unfairerweise sagen würdest, gut, dann macht Flame Arrow, also du hast den Anstieg bei Flame Arrow um 1850, und mal angenommen, es würde so funktionieren theoretisch, du machst einfach zweimal Flame Arrow statt einmal Arrow Rain, dann kriegst du quasi zweimal den Flame Arrow Schadensanstieg, also zweimal die 1850 versus die 4800. Gut, aber dann würdest du immer noch nur auf 3700 kommen. Das heißt, auch in diesem Rennen verliert Flame Arrow tatsächlich. Also es ist egal, wie man es dreht und wendet. Arrow Rain hat den höchsten Anstieg. Selbst wenn du Flame Arrow zweimal benutzt, ist der Anstieg durch den Skill Damage auf der Waffe immer noch geringer. Was es jetzt allerdings noch zu beachten gibt, wenn wir uns jetzt die Cooldowns angeguckt haben, die verschiedenen Spielstile. Nämlich bei Hit and Run ist es so, Boom Burst bis Level 100 kann man nicht einsetzen. Und das bedeutet bei Hit and Run, dass man nicht den vollen Skill Damage bekommt von Arrow Rain. Das bedeutet, ich setze Arrow Rain ein beim Hit and Run und die Monster laufen mir aber permanent weiter. Die bleiben nicht stehen. Und Arrow Rain
sieht man ja, Basiszeit 5 Sekunden, er hittet insgesamt 10 Mal. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass man auch nur ein einziges Mal es hinbekommt, dass alle Monster in einer Hit-and-Run-AOE von 10 Mal Damage over Time getroffen werden. Das ist extrem unwahrscheinlich, das wird so gut wie niemals passieren. Selbst wenn die Monster vorher geslowt werden von Ice Arrow, ohne Boom Burst ist das quasi nicht zu bewältigen, dass Arrow Rain alles hittet. Das heißt, dieser 4800er Schadensanstieg von Arrow Rain verringert sich bei Hit-and-Run vor Level 100 um, ich habe jetzt mal pauschal gesagt, 6 Mal. Also, dass man, also es verringert sich um 4 auf 6. Also, ich habe gesagt, realistisch ist es, Arrow Rain hittet in der Hit-and-Run-AOE 6 Mal jedes Monster. Das finde ich ist realistisch, das ist fair, das ist wahrscheinlich vielleicht sogar zu viel. Kann man argumentieren. Ich denke, dass es relativ fair ist. Und das heißt, wir müssen quasi 6 Mal diese, 4 Mal diese 480 abziehen. Grob überschlagen sind das knapp 2000 oder, naja, gut, 1900 sagen wir mal. Das heißt, diese 4800 verringert um 1900 sind dann nur noch knappe 3000. Und da ist es dann tatsächlich so, dass sowohl Ice Arrow als auch Flame Arrow aufgrund der kürzeren Cooldowns dann tatsächlich doch eigentlich den höheren Schadensanstieg haben. Jetzt merkt ihr aber schon, also beide sind dann bei 3600, 3700 in dem Bereich. Aber wie gesagt, so funktioniert das Ganze ja nicht mit dem Cooldown. Du hast noch die Animationszeit des Skills, den du beachten musst. Von dem her ist das auch wieder eine Milchmädchenrechnung sozusagen. Also im Endeffekt, wenn du das alles so grob überschlagen hast, womit ich mich jetzt quasi beschäftigt habe, kommst du zu dem Ergebnis, dass vor Level 100 Hit-and-Run Ranger, es ist eigentlich vollkommen egal, welchen Skill-Damage du hast, Ice Arrow und Flame Arrow unterscheidet sich um 50, beide haben den gleichen Cooldown, also hier gibt es quasi sowieso keine weitere Differenzierung. Und Arrow Rain, gut, der Anstieg ist tatsächlich ein bisschen geringer, wenn er nicht jeden Damage over Time Hit hittet, weil er eben diesen Initial Damage nicht hat. Wie die anderen beiden Skills, der von dem Skill Damage erhöht wird. Und bist dann quasi ein kleines bisschen schlechter, sozusagen gestellt. Aber es sind wenige 100 Schaden. Das heißt, und ich bin jetzt im High Level mit Level 133, habe ich das getestet. Das heißt, im Low Level sind das, wenn es richtig blöd kommt, 100 bis 200 Schaden oder so, die sich da vielleicht auswirken. Also effektiv nichts. Und das wiederum bedeutet, und das ist mein erstes Fazit für euch, wenn ihr vor Level 100 Hit and Run Ranger seid, dann nehmt gefälligst den Skill Damage, den ihr als erstes gut habt. Das heißt, wenn ihr 23% Flame Arrow habt, lassen. Kein Geld mehr für Rerolls ausgeben. Wenn ihr 25% Ice Arrow habt, lassen. Kein Geld mehr für Skill Damage ausgeben. Wenn ihr 19% Arrow Rain habt oder 21% Arrow Rain, lassen. Kein Geld mehr für Skill Damage ausgeben. Das macht so wenig Unterschied, weil die Basis Schadenszahlen von diesen Ranger-Skills, die sind so schlecht eigentlich, weil der ganze Charakter eben darauf basiert, dass er eben so viel Damage over Time hat und so viele verschiedene AOE-Skills kombinieren kann. Ähnlich wie Elementor, deutlich schlechter als Elementor, aber ähnlich wie Elementor, dass eben die einzelnen Skills an sich nicht so viel Schaden machen, weil er eben so viele davon hat, in Anführungszeichen. Und den Damage over Time. Und deswegen macht das so wenig Unterschied, vor allem im Low-Level, dass das wirklich echt egal ist und ihr euch da einfach euer Geld sparen solltet. Aber, wenn ihr wirklich wissen wollt, was der beste Skill ist, nach meinen Tests müsste es in der Regel Flame Arrow sein. Im Low-Level, Hit and Run, wenn man keinen Boom Burst einsetzen kann. Warum sage ich das so komisch? Ganz einfach, weil Boom Burst fügt eine weitere Ebene hinzu. Boom Burst schmeißt alle Monster um, lässt sie dann ganz langsam wieder aufstehen und sorgt quasi dafür, dass Damage over Time viel effektiver eingesetzt werden kann. Nämlich haben wir jetzt nicht nur noch maximal 6 oder gut, vielleicht waren es vorher auch mal 7 oder 8, aber bestimmt auch mal nur 4 oder 5, ist ja egal. Wie gesagt, wir sind jetzt von 6 im Durchschnitt ausgegangen. Sorgt dafür, dass Arrow Rain jetzt zum Beispiel die vollen 10 Mal hitten kann. Und das bedeutet ganz einfach nur, dass wir jetzt diesen maximalen Anstieg, diesen höchsten Skill Damage Anstieg durch Skill Damage auf der Waffe vollends nutzen können, weil die Monster eben so lange brauchen, um aufzustehen und wir diese vollen 10 Damage over Time Hits von Arrow Rain bekommen. Das heißt, man setzt Arrow Rain ein, schmeißt die Monster im Area of Effect von Arrow Rain mit Boom Burst um. Die liegen flach, stehen auf und währenddessen prasselt Arrow Rain auf sie runter. Wir kriegen die vollen 10 Ticks, wir kriegen den vollen höchsten Damage und Arrow Rain wird plötzlich zum ultimativ besten Skill Damage für auch HNR Ranger. Natürlich kann man währenddessen auch Flame Arrow und Ice Arrow einsetzen, sollte man auch, so wie Fast Walker, also man soll diese Zeit, wo die Monster da am Boden liegen, möglichst effizient nutzen. Also zum Beispiel Arrow Rain, Boom Burst, Flame Arrow,
Distanz aufbauen, Fast Walker, Ice Arrow und das Ganze wieder von vorne im Endeffekt. Weil in der Regel nach so vielen Skills, wenn die Monster nicht tot sind, macht ihr wahrscheinlich irgendwas falsch oder seid bei zu hohen Monstern. Also wenn ihr so viele Skills einsetzt und die Monster leben immer noch, dann läuft da irgendwas nicht ganz richtig, würde ich sagen. Aber es ist jetzt egal. Wir reden jetzt ja nur über die Theorie. Und genau. Das heißt, mit Level 100 ändert sich halt nochmal alles. Und deswegen ist ja das, wie ich vorher schon gesagt habe, vor Level 100 eh kaum relevant, weil es so wenig Unterschied macht. Und weil ihr sowieso noch nicht das volle Potenzial vom HNR Ranger quasi ausschöpfen könnt, weil Boom Burst fehlt. Und ab Level 100 ändert sich das halt. Aber auch hier kann man theoretisch sagen, jetzt für Free-to-Play-Spieler, wenn ihr nicht Arrow Rain kriegt oder euer erstes guter Skill-Damage ist Flame Arrow oder sogar Ice Arrow, es spielt keine gigantisch wichtige Rolle. Also Arrow Rain ist zwar doch deutlich der Beste, also es sollte Arrow Rain sein, aber wenn man jetzt 25 Flame Arrow bekommt, also ganz ehrlich, das wäre ganz schön blöd, wenn man das wegrollen würde, weil so viel Unterschied es halt auch nicht macht. Und ich meine, im Endeffekt, wir vergleichen ja quasi 25 Arrow Rain versus 25 Flame Arrow. Wenn jetzt aber 25 Flame Arrow versus 19% Arrow Rain vergleicht, dann ist Flame Arrow gleich wesentlich besser, beziehungsweise Arrow Rain wesentlich schlechter, ist dann viel näher wieder beieinander. Und der Unterschied ist wieder deutlich geringer. Also ist natürlich einfach eine Frage des Geldes im Endeffekt. Keine Sorge. Also wer jetzt genug Geld hat, kann das schon so machen, dass er mal auf Arrow Rain geht. Aber es ist halt jetzt für Free-to-Play-Spieler oder generell nicht wirklich empfehlenswert, da jetzt zu viel Geld auszugeben, wegen diesen kleinen Details. Zu guter Letzt Face Tank Ranger. Gut, das kann man sich wahrscheinlich denken. Von Anfang an Arrow Rain ist das Beste und es ändert sich quasi nichts. Ihr tankt ja von Anfang an alle Monster. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass ihr quasi immer Arrow Rain die volle ihr habt immer die vollen Dots von Arrow Rain, weil ihr bleibt ja immer stehen, wenn ihr AOEt. Das ist ja der Sinn von Face Tank, dass er stehen bleibt und die Monster tatsächlich tankt. Und das heißt, ihr bekommt immer die vollen 10 Ticks von Arrow Rain und das heißt, der ist von Anfang an der beste Skill Damage auf eurer Waffe. Moonbeam ändert bei Face Tank im Endeffekt nichts. Das ist ein reiner Utility Skill für Face Tank. Kann man einsetzen, noch am Anfang der AOE, bis das Healing richtig losgeht und so, oder bis der Damage over Time läuft, später mit Bloody Bow, bis das passive Healing einsetzt und so, dass man sich kurz einen kleinen Durchschnaufer quasi erlauben kann, oder auch um einen Agro oder so von einem Ringmaster, von einem anderen Spieler wegzuhauen sozusagen, dass es den nicht angreifen kann. Dafür kann man es einsetzen, aber ändert bei Face Tank im Endeffekt gar nichts der Skill. Also bei Face Tank ist das vor und nach Level 100 gleich, immer Arrow Rain. Und das Einzige, was man jetzt noch als allerletztes sagen kann, ist, ich habe ja vorher schon erläutert, wie das mit Flame Arrow und dem Element auf der Waffe funktioniert und wie ihr euch sicherlich denken könnt, wenn ihr jetzt gegen Windmonster kämpft, die haben ja einen -30% Feuerwiderstand, das heißt, man macht mehr Schaden mit Feuer. Was passiert? Arrow Rain ist wesentlich schlechter als Flame Arrow, weil Flame Arrow hier den absoluten Damage Boost bekommt. Ja, wir haben hier plötzlich, was waren das gerade, 10.000? 10.000 Initial mit der Feuer plus 1 Waffe und Flame Arrow Schaden. Ich kann auch mal die neutrale, oder nehmen wir mal die komplett neutrale Waffe. Also wir haben jetzt quasi hier die Waffe mit Arrow Rain Schaden plus. Ja, also haben wir quasi 8.800 und 3.300. Einen Schaden von 29.000 mit Flame Arrow. Und unser Arrow Rain Damage hat sich natürlich nicht geändert. Hier sind wir jetzt gerade mal nur bei 24.000. Und der Initial Hit alleine von Flame Arrow hier ohne Feuer auf der Waffe waren jetzt schon diese. Wir haben sogar nur 21.000 Schaden, genau. 24.000 wäre es mit 25% Arrow Rain gewesen. Also wir haben jetzt quasi so einen heftigen Schadensunterschied, dass bei Windmonstern ist das nochmal anders. Ja, da haben wir immer Flame Arrow Prio 1, weil Flame Arrow so einen immensen Schadensboost bekommt. Sowohl mit dem Damage Over Time, wie ihr schon gesehen habt, als auch mit dem Initial Hit. Also beides steigt nochmal um einiges. Hat es natürlich nichts mit dem Skill Damage auf der Waffe zu tun. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema im Endeffekt. Wollte ich aber hier auch nochmal erwähnen. Also das ist noch so eine zweite Besonderheit, dass Flame Arrow da quasi noch profitiert, wenn die Monster vom Element Wind sind. Zeitgleich profitiert er natürlich nicht davon, wenn die Monster vom Element Wasser sind, dann sinkt der Schaden drastisch. Das kann man natürlich auch bedenken und anmerken. Aber ja, das war gar nicht so einfach rauszufinden, also eine ganz schöne Menge an Tests, die ich da jetzt gemacht habe. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen oder vergessen. Wenn doch, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und abschließend zu sagen ist einfach, Arrow Rain ist der beste Damage over Time und der beste Ranger Skill für AOE. Vor allem, wenn man ihn richtig einsetzen kann, wenn man vom maximalen Damage over Time profitiert. Vor Level 100
spielt es keine wirkliche Rolle, welchen Skill-Damage man auf der Waffe hat. Hauptsache es ist viel, also Hauptsache im hohen Bereich, also 19, 21, 23, 25 in diesen Prozentebenen. Poison, nicht Poison, Flame, Ice oder Arrow Rain, diese Skills. Und dann kann man eigentlich zufrieden sein. Im High-Level, wie gesagt, dann sollte man schon auf Arrow Rain gehen. Aber auch da, wenn man First Try 25% oder bei mir waren es damals 19% Flame Arrow kriegt, ja, sowas rerollt man halt ungern, weil dann musst du nochmal 50, 100, 150 Millionen ausgeben, um dann wirklich das zu kriegen, was du willst. Und dann stellt sich halt einfach die Frage, wofür? Ja, es ist mehr Damage, aber muss dann jeder für sich entscheiden, ob es ihm das wirklich wert ist. Und vielleicht selber nochmal testen mit dem eigenen Equipment. Und das waren meine abschließenden Tests. Also Arrow Rain ist der Sieger. Und ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten FLiFE Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.